Ja moin, wir sind's wieder, eure Smokers. Heute was ganz Besonderes mal wieder für euch. Wir stellen euch nämlich die Marta Leon Shisha vor. Kalle, wir wollen die Shisha vorstellen. Wird heute noch was? Was? Das ist meine! Ja, da sind wir wieder. Hi. Wir haben was ganz Besonderes heute für euch. Vorab erstmal ein Riesendank an Esan. Ja, von mir nochmal schöne Grüße an Esan. Aus dem Shanty-Shop in Osnabrück, der uns diese Pfeife zur Verfügung gestellt hat. Das ist die Marta Leon MLS 660. Das ist sozusagen die Hausmarke der Shanty-Shops. Von denen es in Deutschland 16 Stück gibt. Und ja, vielleicht kommt irgendwann noch die Möglichkeit von Online-Shops hinzu. Auf jeden Fall sind einige Produkte von denen auch in anderen Online-Shops verfügbar. Ich weiß nicht genau welche, so was weiß ich, Neil, Relax Shop etc. pp. Ne? Kennt er ja alle. Und nicht wundern, ich muss ab und zu hier auf meinen Spicker gucken, weil wir heute ein bisschen viel, was wir bisschen viel Input haben. Der Mike zeigt euch jetzt mal, was bei dem guten Stück alles dabei ist. Genau, wir haben einmal die Bowl, nicht zu vergessen, relativ wichtig. Dann die Base, ist eigentlich recht gut ist sehr gut verarbeitet. Wir zeigen euch unten gleich ein Bild von der Verarbeitung. Ist jetzt ein bisschen schwierig, das alles in die Kamera zu halten. Taufrohr, Rauchsäule, zwei normale Anschlüsse, also nicht mit Ausblasventil, einen mit Ausblasventil, den Schlauchanschluss, ne, Schlauchadapter, dann den Schlauchanschluss 2.0 ist das, glaube ich. Genau, das müssen die meisten kennen von Kaya, auch lässt sich sehr gut benutzen mit Sleeve. Genau. Kopfadapter. Dichtung fürs Kopfadapter, Unterlegscheibe, kleine hier, kleinen Kohleteller und was ich sehr cool finde, ihr habt gleich dabei einen Silikonschlauch plus Glasmundstück. Also nichts mit Standardschlauch oder gar keinen Schlauch dabei, ja, oder sowas. Aber das finde ich richtig cool. Das ist auf jeden Fall schon mal Gold wert. Vor allen Dingen, die Pfeife liegt so zwischen 90 und 110 Euro. Im Shanty Shop in Osnabrück in der Johannesstraße gibt es die für 99,90 Euro. Also eine sehr gute Einsteigerpfeife. Jo. Kurz zu dem Kohleteller. Ich habe hier zum Vergleich den Kohleteller von meiner Kaya. Der ist ein bisschen größer, aber ich habe das Gefühl, der von der Marta Leon ist ein bisschen dicker. Also er fühlt sich ein bisschen massiver an. Ja, und ich vermute mal, ihr werdet halt im Laufe der Zeit einen anderen Kohleteller irgendwie richtig aufbauen. Und jetzt kommt der Hammer an der Pfeife. Also, wo wir damit das erste Mal geraucht haben, das ist unnormal. Ich habe hier mal die schöne Schieblehre und jetzt passt mal auf das Tauchrohr, ja. Ja, ich weiß nicht, ob man das da so gut sehen kann.
Auf jeden Fall ist der Beträgt der Innendurchmesser, ja, nicht der Außendurchmesser, der Innendurchmesser vom Tauchrohr satte 2 cm. Das stellt vom Durchzug jede Inox und Mike sagt sogar seine Skyline in den Schatten. Also der Durchzug, der haut einen einfach richtig weg. Das ist. Ja, das ist einfach der Knaller. Also wir können uns natürlich auch getäuscht haben, aber ich finde, dass der Durchzug echt einen Tacken besser ist als bei meiner Skyline. Ja, wer die Skyline kennt und zu Hause hat, da ist er schon richtig krass, aber hier, das toppt alles. Das haut einen richtig aus den Socken, wenn man dann so schöne Sorten raucht wie PX1 Hardcore Minze oder so, dann schon mal Testament schreiben und gut nach, das zieht bis unten in die Fußnägel. Ja, soll das Ding mal zusammenbauen? Jo, wir bauen das Ganze jetzt mal zusammen, zeigen euch dann noch einige Besonderheiten und sagen auch euch auch noch einige Besonderheiten. Geht's noch? Ja. Das ist die große Kugelholze hier in der Hand, ne? Genau. Das war jetzt übrigens das einzige kleine Manko, was wir bis jetzt festgestellt haben. Die Ventilkugeln, da mussten wir eine austauschen, weil, ja, ich weiß nicht genau, woran es lag. Die eine Kugel war, weiß nicht, ob die nicht dicht war oder beziehungsweise, weil hier der Spielraum bei den Ventilen doch sehr groß ist. Das ist immer ein bisschen rausgerutscht und es war beim zu zweit rauchen dann immer, hat es gepfiffen, aber das haben wir eigentlich innerhalb von 2 Minuten in den Griff bekommen. Ja. Mike hatte noch eine andere Kugel zur Hand, also vernachlässigbar auf jeden Fall. Also was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass die Gewinde sehr leichtgängig gehen und sehr gut verarbeitet sind. Also das ist echt nicht schlecht. Also da braucht ihr auch eigentlich nichts einfetten. Klar, wer seine Pfeife liebt, der schiebt. Schiebst deine Pfeife mal. Ach Kacke, ich hab schon wieder das vergessen hier. Ja. Du schiebst deine Pfeife mal so hin, wenn nee, der fettet die Pfeife, der fettet. Der kuschelt nicht nur mit seiner Pfeife, der schiebt die auch durch die. Ja, genau, der schiebt, der kuschelt, der macht alles. Nein, die Gewinde könnt ihr natürlich trotzdem einfetten, es fliegt einfach eure Pfeife. Aber es ist hier kein Muss, die Gewinde sind einfach super, also die gehen super, das geht wie Butter. Wie Butter. So. Genau. Auch hier alles schön dicht. Da unten ist überall Dichtungsring, wo ein Ring Platz hat. Ja, und wie gesagt, es geht alles super leicht. Lässt sich sehr gut zusammenbauen. Genau. Von der MLS 660 gibt es auch noch weitere Modelle in komplett matt schwarz und so matt, matt rot lackiert. Die sind dann, glaube ich, ein bisschen teurer. Die lassen sich auch super kombinieren, also das matt schwarz mit dem rot oder so, einfach mal im Shanty Shop nachfragen, richtig coole Sache. Und a lot of Zubehör. Ja, also Glasrauchsäulen gibt es auch. Wir haben jetzt gesehen, eine Glasrauchsäule mit integriertem Kühlstab. In der Glasrauchsäule ist so ein kleiner Stab mit so einem blauen Gel, den kann man in die Truhe hauen und dann. Ja. Also an alles gedacht und ein Vögelchen hat uns gezwitschert, dass dieses Jahr auch noch eventuell weitere Modelle folgen sollen, beziehungsweise neue Bowls, vielleicht andere Form, andere Farbe, vielleicht noch weitere Möglichkeiten zu pimpen, wie andere Glasrauchsäulen etc. Also da ist viel Spielraum. Ja. Jetzt zeige ich euch auf jeden Fall mal eine der Besonderheiten. Seht und staunet. Das Gewinde ist, also es sieht aus, ja, wie weiß ich, wie so eine Mischung aus fein oder grob Gewinde. Es ist nicht zu fein, aber auch nicht zu grob. Und jetzt kommt der Clou an der Sache, das ist wie bei einer Klickshisha. Eine Vierteldrehung. So, fertig. Schwupp, ist das Ganze fertig. Zum Lösen, Vierteldrehung, auf. Richtig geil. Läuft auch sehr flüssig. Also ja, braucht man auch nichts einfetten. Das läuft wie Butter hier. So, richtig drauf. So. Ja, fertig ist das Ganze. Auch im Lieferumfang enthalten, den hatten wir jetzt gerade nicht drauf, ist ein ganz normaler Vortex-Kopf, wie er bei den meisten neuen Pfeifen dabei ist. Ihr kennt das.
Den haben wir jetzt nicht mit draufgepackt, weil wir haben schon so oft mit solchen Vortex-Köpfen geraucht. Die sind überall dabei. Ich kann, ja weiß ich, wenn andere kann, weil mit Bonbons schmeiße ich mit Vortex-Köpfen. Wir werden das Ganze jetzt gleich rauchen. Und bevor das passiert, zeigen wir euch noch die zweite Besonderheit. Ja. Genau, weil wir wollen natürlich auch zu zweit rauchen. Machen wir das mal hier ab. Das ist drin gemacht. Ja, das ist wird kriegen wir hin. So. Ja, die lassen wir mal drin. Dann habe ich mir doch irgendwas gemacht. So, das Ausblasventil machen wir einfach mal hier hin. So, pass auf, Kinder, jetzt kommt's. Ja, die Hersteller dieser Pfeife haben sich gedacht, okay, welche Pfeifen haben die meisten Leute zu Hause? Das ist Kaya. Hier habe ich den Schlauchanschluss von meiner PNX 590 und, wie Gott so will, passt super drauf. Passt astrein drauf. Also auch, zumindest bei den Schlauchanschlüssen, kompatibel mit Kaya-Teilen. Ich weiß nicht, was ich da noch zu sagen soll, das ist wirklich einfach der Knaller. Wir rauchen das Ganze dann einmal und wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, bis gleich. Bis gleich, ciao. Ciao. So, wir haben das Ganze jetzt angeraucht. Rauchen tun wir das Ganze heute in meinem Saphir Nummer 5 mit Carlaut Lotus und 2 Aldukan Platinkohlen. Was wir eben noch nicht gemacht haben, ich werde euch mal kurz die Höhe zeigen. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. MLS 660, daher weil, ja, also bis zum Kopf sind es genau 66 cm. Der Mike raucht mit seinem neuen Genie-Mundstück, das ist glaube ich das Zepter, weil er ein wenig neidisch war, als ich letztens mit Alan aka Shisha-Bruder. An dieser Stelle auch nochmal Grüße an dich, Alan. Ja, schöne Grüße auch von mir. Ich hoffe, wir rauchen auch mal ein Köpfchen zusammen. Letztes Mal war ich ja verhindert, als du mit dem Kalle das Video gemacht hast. Das machen wir auf jeden Fall nochmal. Ja, kommen wir wieder zu der Pfeife. Ja, und zwar geraucht wird nach dem Low-Water-Prinzip, was eigentlich nichts anderes heißt als ziemlich langes Tauchrohr. Also das Tauchrohr ist nicht nur sehr breit, sondern auch sehr lang, was ich gar nicht schlecht finde. Durchzug, der ist echt Bombe. Also ich bin immer noch der Meinung, das ist besser als in meiner Genie oder genauso gut als in meiner Skyline. Also ich finde es top, wirklich. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wir haben jetzt, also das Tauchrohr, das ist jetzt locker 3 cm im Wasser. Da würde auf jeden Fall noch weniger Wasser reinpassen. Also so Pi mal Daumen würde ich sagen, 2 Finger breit unter diesem letzten Hubbel hier, unter der letzten Bubble. Ja. Kurz zu diesem kleinen Manko, was wir vorhin erwähnt hatten mit den Kugeln. Wenn wir zu zweit rauchen, haben wir das Ausblasventil jetzt abgeschraubt, da durch den enormen Durchzug einfach nicht genug Zug vorhanden ist, um wirklich ja, beide Ventilkugeln, ich sag mal, fest im Ventil festzuhalten. Deshalb einfach eins von den dichten Ventilen drauf und ja, das Problem ist beseitigt. Lässt sich zu zweit top rauchen. Ja. Ja, die Pfeife ist von uns auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Vor allen Dingen als Einsteigerpfeife für den Preis von 90 bis 110 Euro mit viel Zubehör, ja. Wie gesagt, Silikonschlauch, Glasmundstück. Ja, also kann man eigentlich nicht mehr zu sagen, ist tipptopp. Das Design, wenn ihr euch jetzt sagt, das ist wieder kopiert oder so. Es ist halt einfach das Standarddesign, jeder kennt es von Kaya, von NPS, von weiß der Kuckuck was. Das ist das Standarddesign, ihr seid damit vertraut, das sind die Modelle, die halt einfach am besten gehen. Vielleicht gibt es da in der Zukunft auch halt noch andere Rauchsäulen, aber ja. Also wie gesagt, die Pfeife, würde ich behaupten, ist ein Muss im Shisha-Schrank. Ja, so. Also ich finde das Ding gut. Also ich würde es mir auch kaufen. Ja. Ja. Was soll ich da großartig zu sagen? Also das ist eine Top-Pfeife. Für den Preis.
ja. Gibt's nichts zu meckern. Also ich finde das Ding echt knaller. Ja, auch vorhin, was wir auch noch nicht gesagt haben, hier sind auch nicht wie bei anderen Pfeifen Spaltmaße oder so vorhanden. Auch das Gewinde ist einfach super draufgeklebt. Also es ist alles hier bündig, astrein, rundum top die Pfeife. Also gibt es nichts anderes zu sagen. Yep. Das war's jetzt zu der Martaleon MLS 660. Das Prozedere kennt ihr. Daumen nach hoch und abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao. Guten Rauch. Ciao.